Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Profi Replays. Heute wieder aus der WCS Summer, beziehungsweise WCS heißt es ja gar nicht mehr, DreamHack Summer 2021. Gruppe A Europe, glaube ich. Auf jeden Fall Europe. Denn wir haben rechts unten in Blau gespawnt als Terraner Hero Marine. Und oben links in Rot gespawnt als Zerg Stefano. Der ja. Was war das, 2012 oder so, seine Primetime hatte, da in Sicherheit der beste Europäer war, Chancen hatte, so in die Top 16 der Welt, soll heißen, der einzige Nicht-Koreaner zu sein in der Zeit, danach aber aufgehört hat und studiert hat und dann immer mal wieder für so ein Turnier dabei war. Wie wirkt das Ganze schön langsam, oder? Ist das hier die richtige Geschwindigkeit? Ja. Die Uhr tickt normal. Also der ist halt immer wieder mal aufgetaucht und dann auch immer sofort aus dem Stand relativ weit gekommen. Aber natürlich nicht mehr so weit, wie es damals zu seiner Primetime war. Auch wenn er, glaube ich, inzwischen wieder sehr, sehr viel StarCraft spielt. Um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Ahnung. Aber ich glaube, irgendwann zwischendurch ist er mal wieder Fulltime gewesen. Ob das immer noch ist, weiß ich nicht. Ja, und Hero Marine natürlich absolut Fulltime unterwegs. Sicherlich der Favorit in diesem Spiel. Zumal, glaube ich, TVZ er lieber mag als TVP, sagen wir es mal so. Bin mal gespannt, was wir da sehen werden. Sonst Hero Marine auch sehr bekannt dafür, gerne mit so einem Mix aus Bio und ein paar Tanks oder Hellions vorher zu pushen. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier auch der Fall ist. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr lange kein StarCraft mehr aktiv geschaut. Deshalb kann es sein, dass ich die Spielstile geändert habe. Aber Hero Marine kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass er seinen Spielstil ändert. Ich glaube, der spielt eigentlich immer noch genauso und riecht sich über Protoss auf, wie immer. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, aber das können wir vielleicht ja in diesem Spiel mal so ein bisschen verfolgen. Wir sehen auf jeden Fall den ersten Reaper, der sich jetzt hier auf dem Weg macht. Vorher wurde schon mit dem WBF gescoutet, ob da jetzt auch wirklich die Hedge steht. Ich denke vielmehr war der Scout da nicht interessant, dass er ihn auf jeden Fall da gesetzt hat. Apropos Sitzen, hier soll jetzt die dritte gesetzt werden. Am besten bevor der Reaper da ist. Linkt auch. Ja, und hier wird natürlich versucht, eine Drohne zu bekommen. Dinge sind allerdings da und mit dem entsprechenden Micro. Und das dürfte hier bei den beiden Spielern, denke ich, auch kein Geheimnis sein, dass das vorhanden ist. Sollte das Ganze doch hier eigentlich relativ lang sich retten können, solange bis eben die Queen da ist. Und dann hat sich die Sache hier auch gegessen. Oh, die Drohne sollte aber retten. Ja, muss nochmal kurz ein Spore bauen als Sicherheit. Aber hat das gerettet, hat keinen Link verloren, nur Energie auf den Link. Muss natürlich jetzt hier ein bisschen aufpassen. Würde gerne, glaube ich, einen Creep-Tumor setzen. Das wird allerdings schwierig, wenn Hero Marine hier direkt steht. Mit zwei Queens allerdings sollte das Ganze easy defendbar sein. Da kann er eigentlich nicht viel mehr machen. Und das sieht auch Hero Marine ein. Zieht sich ein bisschen weiter zurück und spielt währenddessen sein ganz normales Follow-up. Die Exe steht. Wir sehen hier den Switch. Der Reaktor ist jetzt an der Factory angeschlossen. Stefano sieht das gleich auch. Brauner Moment sieht aber vor allem hier das dritte CC. Und eigentlich ist das schon der größte Tell. Nein, das hat er jetzt tatsächlich nicht gesehen, sondern hat sich hier gerettet. Oh, er hat sogar Abatur als Kommentator. Aber ich denke, er wird sich denken können, dass da Hellions kommen. Wichtig ist, dass er gesehen hat, hier kommt das dritte CC. Das heißt nämlich, es wird kein früher Push hier gespielt werden auf Two Base, sondern eben das Makro-Game wird gesucht von Hero Marine. Wir haben allerdings ein Tech-Lab hier und ein Starport, das zeitgleich fertig wird. Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass es hier einen Switch gibt und sieht das auch aus. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es hier nur einen Raven gibt, um Creep zu gehen. Nein, er spielt tatsächlich Banshee. Spielt tatsächlich die Banshee, um da möglicherweise eben mit pressuren zu können. Denn Anti-Air, mit Ausnahme von Queens, immer sehr, sehr wenig vorhanden bei Zergs. Währenddessen gab es wohl etwas Lags. Das ist natürlich schön im Replay, dass ich das Ganze dann relativ schnell aufklärt, nämlich völlig ohne Zeitverlust. Wir sehen sogar Cloak hier, also er möchte mit den Banshees also wirklich harassen. Screepshot ist schon gar nicht so wenig dafür, dass wir Hellions hier auf dem Feld haben. Und es sind auch echt viele Queens hier schon vorne. Drei Creep-Spread-Queens ist natürlich schon eine Ansage. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich hier in jeder Base auch noch eine Queen haben. Also fünf Queens hier gerade am Start. Wir sehen sogar weitere Queens im Bau. Also er möchte hier wirklich auch viele Queens nutzen, um zu verteidigen. Weil er auch gesehen hat, dass hier eben das Tech-Lab am Starport dran ist. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar die erste Banshee gesehen hat. Auf jeden Fall hat er gesehen, dass hier was erforscht. Wenn das nicht ein Fake ist, was auch manchmal der Fall ist, heißt es aber sonst immer, dass Cloak da ist. Und dementsprechend wird er sich eben hier
mit den Spore-Crawlern absichern und eben die Queens, um eben mobil zu sein. Währenddessen natürlich noch wenig möglich, mit anderen Einheiten in die Luft zu schießen. Dazu bräuchte er nämlich einen Hydra-Den oder eben einen Spire. Dazu bräuchte er erstmal einen Leertag. Den hat er nicht. Er erforscht hier 1-1 für die Linge. Möchte hier vielleicht gleich einen kleinen Push setzen. Wir sehen 4 Overlords im Mau. War wahrscheinlich gerade ein bisschen Supply-blocked. Baut auf jeden Fall weiter Drohnen. Möchte hier nicht den Push spielen. Das ist ja auch manchmal der Fall, bevor es losgeht eben mit Einheiten, dass man eben noch ein paar Overlords wirft. Aber das war hier offensichtlich nicht der Fall. Hellions haben nicht wirklich viel machen können. Der Creepset hat sich gut entwickelt, nur an der dritten. Da hat Stefano irgendwie geschlafen. Da ist kein einziger Creep-Tumor. Und das scheint jetzt die Heroine ausnutzen zu wollen. Er hat das zwar relativ früh gesehen. Ein schöner Block hier mit der Evo, um eben hier nicht den Reinfahrpunkt zu lassen. Er hat das früh gesehen durch diesen Overlord. Der ist also auf jeden Fall sehr, sehr gut taktisch positioniert. Ich bin gespannt, wann er hier die Banshees sieht. Also man kann sie ja theoretisch sehen, aber sie werden natürlich jetzt nicht auf der Minimap angezeigt und ich glaube auch nicht, dass er ihn bisher wahrgenommen hat. Jetzt wird er sie gesehen haben, denn jetzt kam der erste Angriff. Schönes Micro hier. Wir haben keine mobile Detection bisher und dementsprechend wird die vierte Base hier auch nicht durchkommen können. Paralleles Harassment hier. Drohnen rausnehmen, wichtig. Ja, sehr gut. Jetzt versucht er hier die Queens anzugreifen. Der Spire ist halb durch, das heißt, es dauert noch relativ lange, bis wir hier die erste Detection sehen können, die nicht in Form von Spores da ist. Allerdings werden jetzt die Spores schon direkt mit nach vorne genommen, um hier das Ganze zu gewährleisten. Allerdings, der Creeps wird jetzt erstmal resettet an der Stelle. Energie allerdings nicht mehr vorhanden bei der ersten Banshee. Die zweite Banshee auch sehr, sehr wenig Energie nur noch. Und dementsprechend sollte sich jetzt die Heroine zurückziehen. Will die natürlich nicht verlieren, sondern die gleich reparieren. Wir sind hier neue Creep-Spread-Queen-Angriffe sozusagen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Man kann Creep-Tumore ja nicht mehr canceln, das heißt, der Abbruch ist da nicht mehr möglich. Und währenddessen nimmt jetzt hier Heroin wirklich auch da an der Stelle viel Creep raus. Allerdings sehr, sehr engmaschig hier auch gecreept. Je engmaschiger man creept, desto schneller verbreitet sich ja der Creep. Und das hat er hier ausgenutzt. Aber das führt natürlich auch dazu, dass jetzt sehr, sehr viele Creep-Tumore rausgenommen werden konnten. Zwei Medivacs voll mit Einheiten werden hier ausgeladen. Das soll also so einen kleinen Mid-Game-Push geben. Währenddessen die dritte Base völlig saturiert. Hier wird die Wall gebaut. Also das Ganze weit weg von dem All-In, aber schon sehr, sehr gefährlich. Wir haben keinen Baning-Speed. Das dauert noch ewig. Natürlich in der Engstelle ist ein bisschen schwierig. Aber wenn hier gleich die Hellions wieder zukommen, denke ich, wird das schwierig. Aber die Hellions wollen natürlich eigentlich hier nicht auf Creep fighten. Das ist immer sehr, sehr gefährlich, überhaupt auf Creep zu fighten. Er hat natürlich hier mit dem Medivacs die Möglichkeit gehabt, sich da zurückzuziehen. Und die möchte er natürlich hier eigentlich nicht aufgeben. Hat vielleicht ein bisschen gehofft, dass der Creepset nicht so ganz so schnell wieder neu aufgebaut wurde. Auf Creep sollte Stefan mir definitiv nicht engagen. Da ist nämlich irgendwie sicherlich der Stärkere. Denn Creep sehr, sehr wichtig als Zählspieler. Gerade in diesen Engagements, wo es um Geschwindigkeit hier geht. Da kommt nochmal unglaublich viel nach. Wir haben gleich auch Combat Shield. Stim ist schon durch, wie wir hier gerade eindrucksvoll gesehen haben. Erster Tank steht jetzt auch. Banning im Morphen zwar. Und wir haben inzwischen noch Banning Speed durch. Aber jetzt müsste auch mal was kommen hier von Stefano. Das ist eine ganz eklige Position jetzt, dadurch, dass zwei Tanks hier vorhanden sind. Das sieht schon fast gar nicht mehr so gut aus bis vorhin. Er versucht jetzt hier mit dem Banning alles abzuräumen. Aber das gelingt nicht viel. Jetzt kommt mal eine zweite Welle. Die könnte nochmal ganz gut sein. Da nochmal viele Banninge gesplittet. Es steht immer noch unglaublich viel hier von Hero Marine. Wir haben doppeltes Army Supply bei ihm. Das sieht nicht so gut aus für Stefano. Wenn er es jetzt hier nicht schafft, mit einer Traumconnection durch die Banninge eben hier durch alles durchzukommen, dann muss er hier, glaube ich, schon fast aufgeben. Sportcrawler ist tatsächlich sehr, sehr nervig hier für die Medivacs. Da kommt nochmal viel nach und die stehen sogar noch relativ viel. Hat jetzt echt ein Medivac verloren. Natürlich nicht so doof, aber der Tank wird nicht rein gegen die Baninger. Off-Creep natürlich, auch wenn sie Speed haben. Off-Creep natürlich gegen den Terraner, der Microt auf dem Niveau, wie wir es hier haben. Eigentlich unmöglich zu hitten. Ja, jetzt fallen die Queens und vierte Base fällt auch. Ich glaube, das ist schon das 1-0. Da ist nicht mehr viel zu machen. Wir sehen ekotechnisch beide gleich. Eigentlich ja dann sogar besser für den Terraner, denn der hat noch Mules dazu. Hidden Base wird hier unten nochmal versucht von Stefano, hat ja auch ein paar Drohnen gerettet, aber doppeltes Army Supply, Upgrade technisch sind beide gleich, auch 2-2, ist ein bisschen früher fertig jetzt, zumindest das war ja defensiv Upgrade für Stefano, aber reicht das noch hier? Hier nochmal den Tank versucht zu fokussen, hat es aber nicht geschafft, jetzt ist natürlich hier wieder relativ viel Creep da, vielleicht ein bisschen zu aggressiv hier im Marine unterwegs. Damit der Widowmine, Micro er nicht und verliert deshalb ein volles Medivac, oder zumindest ein eingeladenes Medivac.
Hat er noch mal ein bisschen zu viel Schaden genommen, würde ich sagen. Aber 2-2 ist jetzt gleich auch bei Himmelwind durch. Das ist also gerade eigentlich eher ein Anti-Timing bei ihm. Dann 2-2 für Stefano ist durch, für Himmelwind noch nicht. Gibstedt wird hier nochmal weiter versucht rauszunehmen. Aber hier ist ja eigentlich schon keine Base mehr. Sind also jetzt hier effektiv 3 Base. Die vierte Base ist jetzt hier gleich hinten vorhanden. Aber dadurch, dass hier der Creep geklärt wird, könnte ich mir fast vorstellen, dass die Base noch gefunden wird. Ja, so ist es auch. Sieht die Base hier und damit ist auch dieses Geheimnis gelüftet. Armee von Heroin zieht sich auch sofort hier hin. Da wird nicht viel gehen. Allerdings kommen nochmal die Linge hier drauf. Versuchen hier das Ganze auf Guard zu erwischen. Kommt vielleicht ein Tank hier. Ja, ungesiegt auf jeden Fall kann er den Fight nehmen. Aber 2-2, wie gesagt, inzwischen auch durch bei Heroin. Er rettet tatsächlich die Base hier und hat hier eine empfindliche Niederlage nochmal zugefügt. Wir haben inzwischen auch die ersten Hypers in der Armee. Oh, wenn er die Medivacs bekommt, gewinnt er das Spiel. Oh, oh. Hero Marine jetzt hier viel verloren. Da war er nicht konsequent. Hatte, glaube ich, schon das Spiel gewonnen gesehen. Habe ich ja auch an dieser Stelle. Wir sehen halt auch immer noch 14 Worker, die gefallen sind. Ich glaube, da war nochmal ein Drop zwischendurch. Aber hat sich sehr, sehr weit immer auf Creep jetzt gewagt. Und deshalb die letzten Fights deutlich schlechter für ihn verlaufen. Wie sieht das denn nochmal? Kann man nicht irgendwie... Income, Armeegröße. Also wir sehen, der Vorteil der Armeegröße war zwischendurch schon viel, viel höher. Stefano ist nochmal reingekommen, aber er sieht jetzt ein, mit der Eco, mit der vierten Base, die steht, da kommt er da nicht mehr zurück. Und damit ist es das 1-0 für Hero Marine. Und wir sehen uns im zweiten Teil. Wir sind im zweiten Teil der Folge angelangt. Ich glaube, da habe ich nochmal einen anderen Cut gesetzt. Wenn nicht, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich habe vergessen, dass man sieht, wie lange das Replay oben geht. Dementsprechend musste ich da, glaube ich, noch einen Cut setzen, einen anderen. Und musste deshalb zweimal anmoderieren. Ist aber auch egal, wir sind im zweiten Spiel. Steht 1-0 für Hero Marine. Und das Ganze auf Schwarzbrand. Komischer Name. Overlord ist jetzt fertiggestellt. Ganz normal hier der Anfang. Es gibt keinen Käse, so wie es aussieht. Kein Proxy, zumindest keinen frühen Proxy. Wir sehen hier schon, in Vorbereitung des Reaktors wird hier die Barracks gesetzt. Gas kommt auch dazu, also alles ganz normal, was soll man hier in der ersten Minute auch sagen. Wir können nochmal das letzte Spiel vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen. Eigentlich hat mir das ganz gut gefallen von Stefano, aber dann kam irgendwann der Midgame-Push von Heroin und dann hat er irgendwie Stefano einfach ein bisschen zu wenig. Und das Ganze auch vor allen Dingen im ersten Fight ohne Banning Speed. Ich glaube, wenn er im ersten Fight Banning Speed gehabt hätte... und vielleicht die Creep noch ein bisschen schneller nachgebaut hatte, dann wäre da vielleicht noch mehr gegangen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Hirmin hat das gut gemacht. Hat natürlich nur angegriffen, weil er eben den Creep vorher geklärt hat. Wenn er auf Creep engaged hätte an der Position, hätte er mit Sicherheit seine gesamte Armee verloren, dadurch, dass eben Banning Speed noch nicht durch ist. Das wäre quasi egal gewesen, dadurch, dass er auf Creep gewesen wäre. Aber ja. So hat hier Marine da seinen Vorteil ausspielen können. Und mal gucken, wie das jetzt im zweiten Spiel aussieht. Scout kommt hier wieder von hier Marine mit dem WWF. Und parallel kommt der Reaper dazu. Mich wundert es übrigens, dass die Profis hier sich nicht die Mühe machen, dazu Micron und den hier quasi um diese rote Zone rumfahren zu lassen. Ich weiß, hat das mal jemand probiert, ob das langsamer ist, wenn man ja einen Umweg fährt? Oder sagen die sie einfach, ich muss sowieso gar nicht so früh da sein, weil ich möchte ja was sehen. Auch das ist eine Möglichkeit. Und das, was ich sehen kann, kann ich auch, wenn ich 2 Sekunden später da bin. Weiß ich nicht. Vielleicht ist denen auch einfach die Mühe nicht wert. Würde mich aber mal interessieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Profi-Ebene nicht perfektioniert wird. Eigentlich. Ich meine, es ist halt nicht so weit, aber... Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es länger ist, wenn man eben hier außenrum quasi... dieses rote Ding fährt. Naja, ist aber auch egal, der Reaper ist inzwischen da. Bekommt diesmal, glaube ich, sogar einen Kill? Nee. Ah, doch, hat er bekommen. Hat sich schon gezeichnet, dadurch, dass der erste Link deutlich mehr Schaden genommen hat. War dann der zweite Link, war der zweite Link auch viel mehr drin. 2 Hitpoints noch auf dem Reaper. Das war sehr, sehr knapp. Die Queen hätte hier fast was bekommen können. Ist sich deshalb auch so selbstbewusst, dass sie hier sofort den Creep-Tumor setzt, weil sie weiß, naja, also mit der Hitpoint-Anzahl kann der Reaper eigentlich nicht mehr viel machen. Wir rennt ganz schön weit nach vorne hier, möchte natürlich möglichst früh den Reaper abfangen. Weiß auch, wo der Reaper steht, hat er gesehen durch den Overlord hier rechts. Und hier versucht jetzt hier ein bisschen reinzusneaken. Er kann natürlich hier hoch, aber da stehen auch schon die Linge parat und wollen das Ganze unterbinden. Wir haben wieder eine Factory mit Reaktor, allerdings baut er gerade hier gar nichts, weil er kein Geld hat.
Mike holt währenddessen einfach seinen Reaper weiter. Wir sehen wieder ein zweites Gas unten, relativ früh in Starport. Also da wird auf jeden Fall wieder eine Einheit aus dem Starport gebaut werden. So viel ist sicher. Wir sehen allerdings diesmal kein Tech Lab. Das müsste jetzt spätestens. Ja, da ist es auch noch. Es dürfte noch ein Time sein, weil ein Tech Lab deutlich weniger lange braucht als ein Reaktor und auch deutlich weniger lange als ein Starport. Ein Starport braucht genauso lange wie der Reaktor, aber eben deutlich weniger als das Tech Lab. Ja, ein bisschen zu spät war es, aber es reicht noch sozusagen durch das Hochfliegen eben mit der Zeit. Passt eigentlich ziemlich ideal, muss man so ehrlicherweise zugeben. Über hier nochmal ein bisschen in Action. Wir sehen wieder die Banshee. Ich bin gespannt, sehen wir wieder Cloak. Wir haben aktuell noch nicht genug Gas dafür. Aber jetzt, glaube ich, ja. Bin mir nicht ganz sicher gewesen, wie viel es kostet, wenn ich ehrlich bin. Die Hellions versuchen hier nochmal weiterzugehen, aber Creepspread hier schon wieder ganz gut von Stefano. Also er setzt halt stark auf diesen Creepspread durch viele, viele Queens. Und er will es ihm verdenken. Queens eigentlich mit die stärkste Einheit im Early- und Mid-Game, würde ich sagen. Ja, Mid-Game ist vielleicht übertrieben, aber im Early-Game definitiv. Und du hast natürlich auch den Vorteil, dass du dich gegen die Terraner eben auch lufttechnisch zur Wehr setzen kannst. Das wäre anders gar nicht möglich. Fehlt mir so ein bisschen der Overlord. Kann natürlich durch den Creep den quasi ersetzen demnächst, aber diese Overlords, die ein bisschen davor stehen, sind eigentlich ziemlich wichtig. Dritte Base fliegt jetzt hier rum, das wird gesehen. Sieht aber auch, dass hier wieder am Tech Lab erforscht Auch wird. Also Streitkräfte werden angegriffen. sollte da wahrscheinlich gleich auch die Spores bauen. Ich denke, das wird gleich kommen. Er wird das Timing wissen, wann die da sein können, weil wir haben gesehen, das war quasi ideales Timing für die Banshee. Das heißt, da wird er sich darauf einstellen können und Profispieler wissen einfach, wann eben die Banshees bei ihnen stehen können und bauen dementsprechend auch erst zu dem Moment die Verteidigung. Und das sehen wir jetzt genau in dem Moment, wo quasi Cloak fertig wird, werden auch die Spores fertig. Ja, das ist hier schon perfektioniert. An der dritten sollte er allerdings auch einen bauen. Ja, allerdings diesmal deutlich früher den Leertech. Ist gleich schon fertig. Das heißt, wir haben gleich mobile Detection wahrscheinlich durch den Overseer. Soll diesmal einen Angriff hier oben umgeben von Hero Marine. Das Ganze wird jetzt gesehen von Stefan, der wirklich es gut geschafft hat, hier seine Overlord zu positionieren. Hier überall über die ganze Map. Zieht die auch immer wieder nach vorne, wenn Creep gespellt ist. Ja, und jetzt sind die beiden Banshees da. Aber die erste ist schon halb tot. Aber das ist ärgerlich. Die Queen will man nicht verlieren. Macht er auch nicht. Range vom Spore ist hier auch ideal. Und der erste Overseer, wo ist der? Und nicht da. Doch, da ist er. Ist schon da. Rennen hier jetzt, um eben den Creep rauszunehmen, durch die Hellions. Durch die Bandys. Die Hellions sind am anderen Seite der Map. Er soll wahrscheinlich gleich einen Push geben damit. Ah, hat er sich nochmal anders überlegt. Hat aber auf jeden Fall jetzt den Creep ein bisschen delayed. Einige aktive Creep-Kummer rausgenommen. Ah, das ist immer sehr ärgerlich. Und der Scan war auch nicht ideal, muss man sagen. Hat dafür jetzt zwei Glitchmore bekommen. Allerdings auch zwei Hellions verloren. Das bei der Anzahl von Queens war es, glaube ich, nicht wert. Aber man delayt natürlich alles ein bisschen. Und das ist eben das Entscheidende. Man möchte als Terraner auf gar keinen Fall auf Creep kämpfen. Und das gelingt halt am besten, wenn man einfach den Creep entfernt. Hat jetzt hier tatsächlich durch Splash Damage diesen Tumor bekommen. Ich weiß nicht, ob er das. Ob er das wusste? Hat vielleicht gesehen, wie der hier gebaut wurde. Ich weiß es nicht. Das war schon ein komischer Winkel, wo er da drauf geschossen und er hat nur einmal drauf geschossen und ist dann weggefahren. Also es spricht schon dafür, dass ihm das bewusst war. Wir sehen einen Push. Er hat leider diesmal zwei Marines weniger. Ansonsten ist es quasi der identische Push wie beim letzten Mal. Mit zwei Banshees, mit den Hellions, allerdings mit ein bisschen weniger, weil er hat ein paar mehr verloren. Das Ganze allerdings jetzt ein bisschen gesplittet. Wir sehen einen parallelen Roach-Angriff von Stefano. Warum sneaken die sich hier oben rechts hin? Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Jetzt kommen sie zurück, aber dadurch hier schon ein bisschen mehr Schaden. Wir sehen auf jeden Fall eine völlig andere Verteidigung diesmal durch den Roach One. Letztes Mal hatten wir nur Linge, bis dann irgendwann die Hydras dazu kamen. Diesmal mit den Roaches natürlich deutlich einfacher, sich gegen Hellions zu erwehren. Und auch Marines können aber erstmal abgeräumt werden, denn bis so ein Marine Roach killt, dauert es einen Moment. Also hier für einen anderen Weg entschieden, die Banding geskippt und dafür die Roaches genommen. Hydras kommt jetzt allerdings auch dazu. Wir sehen hier viele Overlords. So langsam muss er da ein bisschen aufpassen, wo wir doch die relativ mobilen Angriffstrupps inzwischen haben von Hero Marine. Drei Tanks und viele Marines könnten jetzt die nächste Welle einläuten. Und das wird auch hier an dieser Stelle getan.
Notches sehen das Ganze jetzt und da sollte Stefano sich schnell zurückziehen. Er rennt nochmal durch und verliert deshalb Phoebe Roaches vorne, aber kauft sich damit wertvolle Zeit vielleicht, ich weiß es nicht. Versucht ihn nochmal verzweifelt, den Creep nach vorne zu bringen, um eben das Ganze hier ein bisschen zu delayen, aber verliert so auch for free seine Queens. Von dem Creep gar nicht erst zu reden und jetzt müssen die Overlords schon wegfliegen. Er hat hier den Creep zu weit zurückgedrückt. Ich sehe schwarz für Stefano. Wir haben wieder mehr Supply bei Hero Marine, auch wenn es diesmal deutlich knapper aussieht. Aber es ist halt auch für Roach Supply bei Stefano. Ja, und die Tanks aus dem Hintergrund. Ganze Off-Creep. Da schmilzt einfach alles weg und das ist, glaube ich, diesmal noch ein früheres GG. Jetzt kommt nochmal eine Trupp nach. Der wäre natürlich im ersten Fight schon ganz schön gewesen. Oder als Flanke von hinten vielleicht auch. Aber so ist das zu wenig. GG-Paragraph und damit ist das das 2-0. Ne, nicht 3-0. 2-0 für Heroin. Und da das ein Best of 3 war, war es das damit auch. Und das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts ist die Folge. Unten rechts ist ein anderes Projekt von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.